Ja, moin Leute. Ja, heute mal ein bisschen Reklame. Nun, ihr kennt das ja, so ein Beistelltisch, wo man seinen ganzen Krempel ablegt, ob Futterköder, Wurmschere, Vorfach, Mappen und so weiter. Der kann einfach nicht groß genug sein. Und da haben wir uns was überlegt, wir machen einfach mal so was Ähnliches wie eine Tischtennisplatte. Naja gut, nicht ganz so groß, eben nur so 61x63, aber das ist eine sehr praktische Sache, zeige ich euch mal. Tada, da ist es. Um dieses gute Stück handelt es sich und das Coole daran ist, hier, diese Befestigung sind verstellbar. Das heißt, je nachdem, welche Keep ihr habt, mit welchem Abstand, könnt ihr das wirklich an jeder Position festmachen. Dazu die Befestigung, ob für die dicken Füße, für die 36er oder für die alten Modelle mit den 25er, gibt es extra Zusatzteile, wird mitgeliefert. Ja, kann man überall festmachen, wie man will. Dazu, damit die Sache auch ordentlich steht, ist auch noch mit dabei ein Fuß. Der wird auch festgemacht, damit die Sache wirklich stabil steht und ihr viel raufladen könnt. So, nun fragt ihr euch, wozu sind hier so viele Befestigungen? Das hat einfach damit zu tun, man kann ein Bein, zwei Beine oder sogar drei Beine machen, wenn man sehr viel raufpackt. Plus diese kleinere Bohrung hier, die ist für den Schirm. Bei Regen, bei Sonne, um einfach mal die Köder zu schützen oder das Futter nicht nass wird. Und, ja, eigentlich recht praktische Sache. Den Fuß einfach reingesteckt. Dann Maß genommen an der Kiste. Drauf, festgeschraubt. Tada! Ja, Tischtennis spielen kann man vielleicht auch, aber da muss man schon gut sein. Aber fürs Angeln wirklich genial. Steht wirklich sehr stabil, gefällt mir sehr gut. Und endlich mal was, ich brauche nicht immer diesen Schirm darüber, weil meistens gehe ich bei schönem Wetter angeln. Klappt ja nicht immer. Aber wirklich eine sehr gute Sache. Und für diejenigen, denen dieser Tisch nicht reicht, ich kann natürlich noch einen zweiten auf die andere Seite machen. Oder was natürlich auch gibt, unseren kleinen neuen Beistelltisch. Dieser ist auch vom Maß her verstellbar, nicht ganz so groß. Das heißt, wenn man mal nur einen kurzen Trip macht, den kleineren einfach auf. Oder wenn ihr wirklich mal ein großes Match habt und ihr kennt es ja hinter euch, da ist immer noch so ein bisschen Platz und irgendwas packt man da hin und dann bückt man sich und kommt hinten nicht ran. Dafür dieses einfach hinten an die Kiste ran und ihr habt wirklich genug Ablage und ich wünsche euch viel Spaß damit und demnächst, wir sehen uns beim Match.